Ich weiß nicht, warum du dieses Schloss gebaut hast, aber ich weiß, dass ihr zurück seid zu Tohu Vania oder Tohu Scarlet Symphony oder Komajuten Setsu Scarlet Symphony Version 1.4a. Nur weil meine Meisterin mich bat, es zu bauen. Ja, das ist ein Hobby deiner Meisterin. Die Final Stage, leider. Schon Final. Oh. 4 Folgen, dann hab ich Scarlet Symphony 2 direkt danach raus. Frage. Da geht's weiter. Und da oben gibt's den Castlevania Symphony of the Night typischen Aufstieg. Ob da auch was ist? Leben und Punkte. Okay, ich habe 21 Leben, kein Ding. Ja, die Leben resetten sich, wenn man wieder von vorne anfängt. Auf zum Finale. Warum wird das Schloss überhaupt gebaut? Warum diesen scharlachroten Nebel verteilen? Wir werden es bald herausfinden. Da liegt ihr richtig. Menschen, willkommen in meinem Scarlet Devil Castle. Ihr scheint wie erwartet, my lady. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Sakuya, Pacholu, Pacholi, meine Meisterin. Was seid ihr? Was ist hier los? Kannst du uns etwas erklären? Seid doch nicht so in Eile. Ihr werdet alles bald verstehen. Was? Wir bauten dieses Schloss, um das Sonnenlicht zu blockieren mit dem scharlachroten Nebel. Und machten, dass ihr hergekommen seid. Nun ist alles bereit. Bereit für was? Remilia, was willst du tun? Was willst du tun? Das ist das, was ich nun erkläre. Mein Ziel ist es. Dein Ziel ist es. Dein Ziel ist es. Mein Ziel ist es, den verbrannten Schatz zu finden. Hä? Hey, ich habe eine andere Reaktion erwartet. Es tut mir leid, aber kannst du es bitte nochmal sagen? Ich will den Schatz finden. Was? Nee, es ist nur. Was? Ich will ihn finden. Ja, diesen Part habe ich verstanden, aber. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Versteht ihr es nicht? Ich weiß nicht, ob ich sicher bin, ob ich es überhaupt verstehen will. Remilia, so du willst also, dass wir den Schatz ausgraben für dich? Ja. Wieso? Zeitvertreib. Ja, du hast Zeit. Ich habe meine Zeit in Pacholis Bücherei verbraucht, wenn ich, als ich dieses antike Buch gefunden habe. Antike Buch. Dieses da. Was? Dieses Buch heißt. Dieser Schatz existiert wirklich. Das ist kein antikes Buch. Lange Zeit. Vor langer, langer Zeit war diese Art von Buch oder Geschichte sehr berühmt in der Menschenwelt. Nachdem ich das Buch gefunden habe, war ich Tag und Nacht am Forschen über den Schatz. Das hören sie überhaupt nicht zu. Dann habe ich es verstanden. Buried heißt vergraben, nicht verbrannt. Der Schatz wurde vergraben. An dem Ort des Roten Schlosses. Ah. So habe ich Sakuya gefragt, ob bild mal ein rotes Schloss. Das Scarlet Devil Castle. Und der Nebel? Ach, ja. Das wurde so während dem Tag gemacht. Weil das Sonnenlicht mehr Ärger gemacht hat. Ich sehe, ich verstehe. Und für die Extraktion habe ich schon ein paar Hände gebraucht. Deswegen habe ich auf euch gewartet. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe einen Kopfschmerzen. Oh, ohne Zeit zu verlieren, starten wir die Extraktion. Halt! Stopp!
Was? Der Schatz ist hier. So, warum willst du ein Schloss aufbauen und das Sonnenlicht am Reinschein hindern? Und warum hilft es dir, ein Schloss, den Schatz zu finden? Das Buch sagt es. Zu aller Anfang. Der Schatz ist nicht eine Art, ist nicht sowas. Und das Rote Schloss ist kein wirkliches Schloss. Die Geschichte aus deinem Buch ist eine Legende von Mount Akagi. The Red Castle Mountain. Was? Und was dazu kommt, die Gerüchte über den Schatz sind falsch. Wahrscheinlich nur ein paar Scherze. Weißt du, selbst wenn man Alchemie benutzt, wirst du nie den Schatz finden. Was? Aber nach allem, was ich getan habe. Ich glaube, das ist Schloss umsonst gebaut. Es ist sogar sehr traurig für Sakuya, meine Meisterin. In Wirklichkeit ist Remilia sehr dumm. Remu, kann ich denn nach Hause gehen? Ja, Sakuya. Viel Glück. Warte eine Minute. Du. Was? Tut mir leid, aber wir haben genug Zeit verschwendet. Ach, warum lächelst du so? Herherkommen und dann einfach wieder gehen. Wollt ihr einen Witz? Er wollte einen Witz machen, oder? Ja, um ehrlich zu sein, hatten wir genug Witze mit dem Schatzteil. Vom Anfang an war die Geschichte des Schatzes nur ein Grund, euch hierher zu locken. Wirklich? Wirklich? Ja, ich habe gerade meine Meinung geändert. Ich werde an dem ein Ende bereiten. Unter dem Scarlet Mond, unter dem Scharlachroten Mond zu sein, mit all diesen Leuten, die hier versammelt sind, werde ich meinen Spaß haben. Like ein Vampir, wie eine Vampirjagd. Wow, das klingt lustig. Ich bin dem nicht abgeneigt. Ich fühle es. Rii, das wird großartig. Absicht. Ich will den Kampf nur ein bisschen hinauszögern. Weil ich die Musik erstens mal hören will und zweitens, na. Ich hätte vielleicht doch beenden sollen, als ich die Chance dazu hatte. Aber egal. Ich bin ja nicht in Eile. Nur, dass dieser Kampf jetzt abartig hinausgezögert wird. Beenden wir es! Ha! Nein! Oh. Ja, ich hätte nicht mit ihr spielen sollen. Jetzt dauert es wieder ein bisschen, bis ich es schaffe, weil ich einfach nur. Ich bin zum ersten Mal zu siegessicher. So. Gib's ja nicht auf. Noch nicht. Wenn es so ist, wir alle zusammen. Mailing, Patchouli, Sakuya. Los, unterstützt mich. Das ist ein Befehl. Remilia ist so egoistisch wie immer. Wenn es ein Befehl ist. Nun haben wir Reserve im Kampf. Das Einzige, was mir sicher ist, wir werden euch fett verprügeln. Aufs Reißbrett. Auch wenn ich wirklich den Garten pflegen muss.
Ist jetzt ein Boss-Rush? Quasi, wir machen alle Bosse nach und nach nochmal. Ja. Oh, jetzt habe ich einen Text aus der Sinne geklickt von ihr. Nein! Vielleicht kann man ja Frame genau stoppen und dann erfährt man's. Schade, ich dachte, hätte ich gewusst, dass die Dialoge länger ist, hätte ich was gesagt, aber ich wollte die Stimmung nicht zerstören. Aber schon noch ein klein wenig der Musik. Ich will eigentlich nichts sagen, nur um die Stimmung nicht zu verderben. Aber hätte ich gewusst, dass der Dialog so lang ist, hätte ich ihn vorgelesen. Na gut. Stage 8, clear. Ein kleiner Fehler meinerseits. Passiert. Ich könnte auch einfach nachsynchronisieren. Wir haben eine Party mit einer Menge Leute. Guck mal da oben rechts. Nee, so. Ja, oben rechts ist schwer gesagt. Einfach ganz groß rechts am Rand. Das ist Reimu. Sieht halt nicht mehr so kickass aus wie vorher, aber naja. Und du willst den Schrein benutzen. Ich denke, das ist okay. Was ist das? Es schmeckt so ekelhaft. Es ist ein bisschen zu früh für so dumme Mädchen. Hey! Dumm sein hat nichts mit Zake zu tun. Und ich bin nicht dumm. Hey, Patchouli. Willst du einen Schluck trinken? Ja. Ab und zu ist es nicht so schlecht. Sicher, wenn Sakuya das sagt. Je mehr, desto besser. Du hast recht. Hey, ich hab dich nur eingeladen, weil du so gelangweilt aussahst. Hey! Warum stehst du so? Sie ist nur schüchtern. Was? Nein, ich. Sei besorgt. Wir werden wiederkommen und mit dir spielen, wenn wir nichts zu tun haben. Als Ausgleich, hör bitte auf, den Nebel zu verteilen. Du weißt. Du kannst auch nachts weggehen, okay? Ja. Heißt das, Gensokyo ist nun in Frieden? Ja, dank mir. Haha, trink, trink. Ich fühle mich schlecht. Um den Stress, um alles zu vergessen, was du getan hast, können wir ein bisschen Unterhaltung gebrauchen. Unterhaltung? So, Sakuya, das ist also dein Trick. Also, dein Trick, der Trick mit den Messern? Ja, und mein Link wird das Ziel sein. Was? Wieso? Oh, interessant. Ich habe keine Wahl. Das ist der Friede? Wer weiß. Ja, mal schauen, ob ich den Namen noch hinbekomme. Das dürfte Sakuya sein. Das ist Reimu. Das müsste Marisa sein. Das... Keine Ahnung, den Namen habe ich gerade vergessen. Die Bücherei, Tusse, Patchouli, Remilia und Melissa?
Das da ist die mit C, Shiro. Oder so. Ich glaube, ich habe alle Namen hinbekommen. Ja, das war's leider schon mit Tohu Scarlet Symphony. Ist leider nur 4 Parts geworden. War relativ kurz ein Hauptprojekt, aber egal. Ich werde Scarlet Symphony 2 spielen. Es hätte viel länger gedauert, hätte ich es nicht auf Easy gespielt. Ich werde versuchen, so lang wie möglich bei Scarlet Symphony 2, was es auch gibt, was ich mir noch jetzt bald runterladen werde, werde ich so lang wie möglich versuchen, auf schwer zu spielen. Das ist doch ein Wort, oder? So lange können wir uns noch die Credits angucken mit Namen, die ich nicht lesen kann. Auch irgendwie tut es mir da. Ich glaube, ich werde den Kampf nachsynchronisieren. Also den Endkampf, ich weiß es nicht. Man kann theoretisch auch selbst lesen, was da steht. Ich wollte die Stimmung nicht zerstören. Ich wusste, dass das blind ist, wusste ich natürlich nicht, wie lang das der Text ist. Weil die Musik im Hintergrund war gerade sehr schön und passend. Ein schönes, kurzes Spiel. Mir hat's gefallen. Und es ist ein extrem gutes Fanmade-Projekt. Ich freue mich auf Scarlet Symphony 2. Ich werde spielen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und so denn? So viel zu diesem Projekt. Leider. Ich wünschte, es würde länger gehen. Extra Start? Ist da jetzt noch ein Extra, was ich nicht weiß? Okay, ich starte direkt mit Marisa. Boah, was ist hier los? Oh Gott. Okay. Feind. Ich gucke mir das jetzt nochmal komplett an. Ich kann den Part ja länger machen, im Zweifelsfall. Ich würde mal interessieren, was das jetzt ist. Das ist quasi nur quasi... Ja, quasi das Spiel nochmal in schwerer ist, oder? Hey, warum ist das Schloss immer noch hier? Es ist nur... Eure Meister hat versprochen, das Schloss wegzumachen. Ja, aber... Was es ist... Nur für heute kannst du einfach nur nach Hause gehen. Was? Worüber redest du? Ist eure Meisterin hier? Dann führe mich hin. Nein, ich kann nicht. Sie wird sauer sein. Wer hat eine Meisterin? Nein. Oh, ich verstehe es nicht. Lass mich durch. Nein! Sollst du weitergehen? Okay. Ich werde sagen, ich will weiter, aber ich werde dich nicht durchlassen. Alles klar. Alle Gegner haben einen farblichen Sprite-Wechsel erhalten. Oh, und neue Fähigkeiten. Wow, die Schockwelle ist übel.
Alles klar. Alter, ist der Mond hart. Ich lieg drüber. Alles klar. Oh Gott, ich habe die Leiter aus Versehen gedrückt. Jetzt weiß ich auch nicht, worum das es geht. Wahrscheinlich, das Schloss einfach weg ist. Warum ist es noch da? Und es nennt Remu Landlord, also Landbesitzer. Scheint wirklich nicht gut drauf zu sein. Ich weiß, sie sind nicht hier aus Spaß. Ja, aber. Dude, mein Ling, ihr seid so kalt heute. Könnt ihr nicht einfach nach Hause gehen? Sie fragte mich dasselbe. Aber nur damit ihr euch sicher sein könnt, wir werden das Schloss bald wegmachen. Nun, führe mich zu Remilia. Ich kann das nicht tun. Du weißt, dass ich vorbeikomme? Ja, es ist mehr natürlicher Müll her. Das ist dasselbe, was ich auch dachte. Okay. Gut, Leute, das Spiel ist doch nicht vorbei. Es geht weiter. Alles klar. Dann bis gleich.